Das ist die Braut von heute. Genau, bauchfrei. Ja, ich will mich heiraten. Gott, das ist ja schon Fremdschämen pur, Schatz. Jetzt übertrappt er deine Rolle nicht, okay? Und Soraya braucht eine Unterhose. Ich habe eine Unterhose, aber kennt ihr? Ich brauche eine Soraya ist ohne Unterhose hier. Nein, Mann. Sie braucht eine nahtlose Unterhose. Ja, eine nahtlose Unterhose. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar geht es für mich und Soraya wieder einmal nach Berlin. Dort findet eine kleine Party statt von der lieben Zaina von Sissy Secret. Und ja, ich warte jetzt auf meine Bahn und wir sehen uns gleich nochmal. Es ist noch früh, ich bin so müde. Ich hab's sehr wieder. Ja, ja, bla bla. Spaß. Okay, erzähl. Die ganze Zeit versucht zu erreichen. Leute, sie hat mich um 1:30 nachts angerufen und eigentlich habe ich mein Handy immer auf lautlos, aber dieses Mal natürlich nicht. Und ja, ich bin ja so ein bisschen so die alte Omi. Ich gehe spätestens um 11:30 schlafen und die Alte ruft mich an um 1:30 nachts und ich dachte, ich raste aus. Solltest du auch. Ich wollte nur nicht, dass wir unseren Flieger verpassen. Ja, ist klar. Du hast einfach nur keinen Plan, das ist das. Ich würde jetzt umdrehen, die Kamera ist echt, ich bin voll müde. Ja, sehe ich. Also die sind jetzt hier an unserem Gate. Nennt man das Gate, ja, ne? Keine Ahnung. Wir sind so ein bisschen gestresst, weil wir mussten komplett unsere ganzen Sachen aus dem Koffer nehmen, weil die angeblich ist, ja, Mascara gehört auch zu Flüssigkeiten und Concealer und so ein Scheiß. Und da mussten wir alles aus unserem Koffer rausholen und das in eine Tüte packen und, ach, keine Ahnung, wir sind ein bisschen gestresst, mir ist voll heiß und... Voll die Bazille, sagt die Wimperntusche zählt auch dazu. Ja, das, also das habe ich auch noch nie erlebt, Wimperntusche. Echt. Nee. Wimperntusche, Concealer, ey, Entschuldigung. Intimwasser. Intimwasser? Gibt's sowas? Wir sind jetzt an unserem Hotel angekommen und ja, wir sind auch sehr froh, weil wir etwas geschafft sind. Und das ist unser Hotel. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schick aus. So, wir sind hier in unserem Glashotel angekommen. Also es ist irgendwie alles aus Glas und alles verspiegelt. Da muss man echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwo gegenläuft, wie das der lieben Soraya gerade fast passiert ist. Aber ja, es ist sehr schön, unser Zimmer. Sehr, sehr sauber. Es riecht richtig schön. Ja, und das ist hier unser Badezimmer. Und das ist auch, also das ist richtig heftig. Ich sehe mich überall irgendwie. Ja, ja. Doppelt und dreifach, weil das hier alles so verspiegelt ist. Oh, Scheiße. Ja, so schaut das aus. Und wenn ich dann morgens Zähne putze, kann ich Soraya beim Schlafen beobachten. Aber ist echt geil. Cool. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich los. Haare machen. Und Soraya, was zum Teufel tust du da? Drehst du einen Horrorfilm oder so? Sieht echt danach aus. Weil auch mit diesem Licht, das ist so geil. Ja, wie gesagt, also wir gehen jetzt zum Friseur Haare machen und dann ja, ziehen wir uns an, schminken uns und dann geht's los zum Event. Warum ich heute noch in Berlin bin? Das hier ist ein Schleier und ein Diadem. Ich bekomme heute nämlich meine Brautprobenfrisur. Ne, Soraya, war es jetzt richtig? Genau, ich kriege heute meine Brautprobenfrisur, weil ich ja bald heiraten werde und das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich tragen werde, aber ich hatte Angst, ja, mein eigenes mitzubringen, weil es dann vielleicht kaputt gehen könnte. Und wem hast du das geklaut? Irgendeine arme Braut? Nein. So, wir sind jetzt bei Flopsy angekommen. Er bereitet schon alles vor. Na? Na, meine Liebe, alles gut? Und er hat eine richtig geile Bude, Leute. Scheiße, das ist irgendwie überbelichtet. Ja. Aber auf jeden Fall. Zeig sind, alles. Ja, ohne Scheiß, ja, guck mal, ja, die Kronleuchter. Voll toll. Und da ist die kleine Soraya. Die Luschi.
genau die Uschi. So, die Sally bekommt jetzt gerade ihre Hochsteckfrisur für ihre Hochzeit. Mal schauen, wie es am Ende wird. Aber Flopsy macht das ja schon. Und ja. Ich bin schon so aufgeregt auf Savins Hochzeit. Ich werde so abdancen. Mehr als die Braut. So, so sieht das Ergebnis fast fertig aus. Ich finde das jetzt schon sehr, sehr schön. Aber Savin kannst du das jetzt noch nicht sehen. Hast du super schön gemacht, Flopsy. Danke euch. Flopsy kann es und wer was anderes sagt, ist einfach nur eine Kröte. Egal. Ups. Ups. Was hab ich da versprochen? Hoppla. Und dann meintest du Cappuccino. Nein, nein, Habugina. Habugina. Und das ist die Braut. Heftig. Ja. So, das ist jetzt die fertige Frisur von Savin. Sieht jetzt schon so schön aus. Richtig wunderschön. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal schauen, wegen dem Schleier, ja, wo wir das jetzt hinpacken. Also eine Variante. Hier bin ich. So. Hallo. Ja, schon. Aber das ist auf jeden Fall schön. Wunderschön. Das sieht richtig cool aus. Ja. Also ich wollte das so ein bisschen fluffig haben und nicht so. Wer war das? Ich. Das war's. Genau, ja. Ich wollte die Frisur ein bisschen fluffig haben. Ja. Ich würde dich so heiraten. Danke, Schatz. Wir haben uns für oben entschieden. Vor allem wir. Ja, ja, also ich bin ja auch hier oben. Aber du hast ja gesagt, das wird noch fester, weil hier ist ja, so das wird ja, alles okay. Viel fester. Das ist alles mit einer Spange nur gemacht. Okay. Da kommen noch 10 mal so viele rein. Aber ihr müsst euch das bedenken, ne? Das ist einfach nur eine Probe. Das wird ja das Endergebnis. Nein, das gefällt mir so viel besser hier oben. Ja, mir auch. Ne? Finde ich auch. Don't cry for Argentina. Hör auf, ey, Schatz. Du musst. Ah ja, stimmt, ich muss sitzen. Du musst Grace Kelly sein. Im Inneren musst du sagen, ich bin Grace Kelly. Ach was, ich komm. Woo, I like big butts and I cannot lie. Ihr Lieben, das ist die fertige Frisur. So schaut das Ganze aus. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich wollte das auch so ein bisschen locker, fluffig haben und das hat der Flopsy so toll gemacht. So, wir sind heute auf Cici's Lunchparty eingeladen und das ist meine Frisur für heute Abend. Das hat natürlich auch der liebe Flopsy gemacht und es ist wieder richtig Hammer geworden, Leute. Echt. Und so sieht Sorayas Frisur aus. Ist auch richtig. Der Beste. Schön. Dreh dich mal zur Seite, Schatz. Ich? Meinst du mich? Der ist der Beste, was... Ja, ohne Mist. So, wir haben jetzt erstmal hier Litschi-Saft bestellt, Leute. Das ist einfach nur geil, ohne Scheiß. Danke an Soraya, weil sie das entdeckt hat. Sie ist ich liebe das. Litschi-Saft-süchtig. So, unser Essen ist da und es sieht richtig lecker aus und wir werden auch direkt reinhauen, weil wir so hungrig sind. Ja. Leute, ja, wir sind heute eigentlich auf einem Event eingeladen, aber wir sind jetzt schon demoliert bis zum Gehtnichtmehr, weil wir waren wieder in unserem Shoppingwahn. Soraya ist, glaube ich, die Arme. Du bist richtig fertig, ne? Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Oh, meine Füße tun mir weh. Mein Rücken, alles. Egal, wir entspannen uns erstmal. Wir haben gar keine Zeit. Das Problem ist, wir haben nicht mal Zeit zum Entspannen. Wir müssen direkt, keine Ahnung, Soraya hat gepupst und mir stinkt. Ja. Wir müssen direkt auf unser Zimmer, uns schminken, anziehen und dann geht's wieder weiter. Ich glaube, heute überleben wir den Tag nicht, ne? Aber ich freue mich schon morgen auf Frühstück. Oh ja, Frühstücken ist immer geil. Guck mal, wir überdenken schon über Frühstück nach. So, wir sind auf jeden Fall jetzt endlich mal fertig nach 100 Jahren, Leute, wie immer wieder. Einfach spät dran. Und ja, das ist die liebe Soraya mit ihrem Outfit. Und ja, erzähl mal ein bisschen. Also, ich habe einen Zweiteiler an von Naked. Das ist auch in Roségold. Dazu habe ich meine ASOS-Schuhe. Die finde ich richtig schön. Die finde ich auch richtig geil. Passend zum Motto. Und dann habe ich noch dieses Armbändchen von Rubinho hier zugeschickt bekommen. Das ist von Michael Kors. Und die Ohrringe, die ich trage, sind auch von H&M, aber die sind schon älter.
genau, das ist mein komplettes Outfit. So, und jetzt zeigt euch die liebe Savin ihr süßes Outfit. Also einfach, ich bin auch aus den 60ern entsprungen. Also ich habe einmal einen Faltenröckchen an von ASOS. Die Schuhe, die sind auch von ASOS, sind auch in so einem, ja, Rosé-Glitzer. Ja, dann habe ich ein ganz schlichtes Top an, in Weiß. Das ist von H&M, hat auch, glaube ich, irgendwie nur 10 Euro gekostet. Dann die Perlenkette ist auch von H&M, schon etwas älter. Perlenohrringe, weiß nicht mehr, woher die sind. Ja, und das war's, glaube ich, ne? Yes, honey. Richtig süß und nice. Guten Morgen. Da sind wir wieder. Frisch, ausgeschlafen, geduscht, geschminkt und jetzt gehen wir runter lecker frühstücken. Wir lieben ja Essen und vor allem Frühstücken. Und ja, gestern war die Party auf jeden Fall mega lustig und richtig cool. Ja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall nicht gedreht, weil wir unsere Cam nicht mitgenommen haben, weil unsere Taschen viel zu klein waren. Aber die, die uns auf Instagram und Snapchat folgen, haben bestimmt alles mitbekommen. Und ja, wir gehen gleich nochmal brunchen mit allen Mädels und ja, wir gehen jetzt erstmal runter, ne? Soraya? Ja. Zieh mal Sachen nicht mehr rein. Ja, das Problem kennen wir ja, ne? Das ist schrecklich. Ja, und so wie sich hier jetzt nochmal zu stücken. Eigentlich kann ich gar nicht mehr, aber es sieht alles so lecker aus. Da ist die liebe Sanna. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall frühstücken mit all den tollen Mädels hier. Ich schwöre dir, ich habe so wenig Schlaf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nie mit Brücken nur sitzen. Nilo, du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo! Wie geht's? Oh, ich liebe das. Man sieht so gut aus in dieser Dings. Also auch wenn man scheiße aussieht, man sieht bisschen, ja, man sieht nach irgendwas aus. Obwohl irgendwie, ne, guck mal, ich sehe neben dir so blass aus. Test, Test. Soraya, du siehst so glücklich aus. Erzähl mal. Müde. Seit gestern hören die Zuschauer immer nur, ich bin müde, ich bin so müde oder ich bin hungrig oder wir hatten voll gefressen. Nein, aber ich bin auch müde. Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt im Zug nach Hause. Wir sind in 2 Stunden ungefähr da. 2 Stunden oder wie viel war das? Nee, in 1,5 Stunden jetzt. Ja, wir hatten wirklich ein mega lustiges Wochenende mit den Mädels. Es war richtig toll. Tolle Mädels. Ja, es war richtig cool. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. So, und das ist die wundervolle Gastgeberin von unserer Party gewesen, die Seda von Sissy's Secret. Sie hat jetzt ihre eigene Internetseite mit ganz, ganz vielen tollen Produkten. Steht hier die Internetseite, ja, www.sissysecret.com. Guckt auf jeden Fall auf ihrer Seite vorbei. Schatz, ganz ehrlich, ich glaube, nach dem 2. Date wird er dir eine Reise machen. Ja, ich weiß es.